Julia, hallo. Hallo, funktioniert Hörst du hier? mich gut? Ja, ich höre dich. Super. Nice. Ja, Julia, willkommen zu den ja, zu der KCA Live-Show. Ich mache mal hier ein bisschen höher. So ist gut, oder? So Ja, super. mega. Ja, die Online-Technik ist ein bisschen crazy, ne? Ja, ich war noch nie mit jemand anderem zusammen live. Das ist das Nicht dein erste Mal. Ernst? Doch. Okay. Ja, dann ist es ja sozusagen Premiere auch für dich. Ich bin Ja. auch nicht so oft live, aber klappt ja alles gut. Ja, ich bin nie live irgendwie. Also ich habe da immer voll Angst vor. Okay. Aber Ja, Julia, ich begrüße dich auf jeden Fall zu der KCA Countdown Show. Dieses Jahr. Ich habe hier meinen schönen Banner schon aufgehangen im Hintergrund. mega cool. Also das ist diese Decke, die in diesem Paket drin war, Genau, ne? genau, genau, genau. Die habe ich hier so ein bisschen aufgehangen im Hintergrund, so die Stimmung ein bisschen besser rüberkommt. Du bist ja schon ein alter KCA-Hase, oder? Also du warst ja 2019, 2021, 2020 dabei. Und Ja. dieses Jahr bist du auch dabei. Freust du dich? Wie ist Ja, die Stimmung da so? voll. Also ich hätte damit übelst, also gar nicht gerechnet. Ich habe auch beim zweiten Mal nicht damit gerechnet. Das war total krass, weil beim ersten Mal, also erstmal hätte ich niemals gedacht, dass ich das gewinne. Ja. Sowieso nicht. Vor allen Dingen, weil auch noch so krasse andere Leute dabei waren. Und dann dachte ich so, okay, krass, dann ist das Kapitel jetzt für mich abgeschlossen, I guess. Und dann das nächste Jahr einfach schon wieder und jetzt einfach schon wieder. Das ist total verrückt. Und Mega cool. du sagen, du hast alle Male bis jetzt abgeräumt. Also du bist ja, du kamst und siegst sozusagen. Ne? Das ist ja komplett verrückt. Und dieses Jahr wieder. Hast du zufällig gerade einen Blinden in deiner Nähe? Oder ist der gerade greifbar? Nee, leider nicht. Okay, nicht Gerade schlimm. nicht bei mir zu Hause. Ich hab tatsächlich nicht so einen Blimp wie du, aber ich habe hier so einen Kuscheltier-Blimp, so alle mal Bescheid wissen von den Zuschauern, wie so ein Blimp aussieht. Ja. Das ist sowas, was man da am Ende gewinnen kann. Genau, Und aber die richtigen, die sind richtig cool. Hast du schon, einen richtigen hast du bestimmt schon mal in der Hand gehabt, ich habe schon oder? mal in der Hand gehabt, genau. Ja, das ist so cool, dass du kannst da ja durchgucken und das ist so ein, wie so ein Kaleidoskop oder wie das heißt. Richtig, richtig, das mit so Kristall, ne? Dass man da so Ja. Kristall hat. Genau. Ja, ey, übelst, übelst crazy. Ich habe ein paar Fragen für dich noch vorbereitet. Ja. Du bist ja auf Social Media extrem unterwegs. Du machst Musik, du singst und du schauspielerst, also in dem Sinne crazy Multitalent. Jetzt mal sozusagen totaler Kontrast. Was kannst du denn gar nicht gut? Also wo denkst du, oh, das ist absolut schwer für mich oder das fällt mir schwer? Hast du da irgendwas, was gar nicht geht? Boah, Multitasking kann ich gar nicht. Zum Obwohl Beispiel. alles okay, interessant. Kann das vielleicht irgendwie alles mehr oder weniger, aber gleichzeitig geht gar nicht. Also wirklich Okay. null. Ich bin so schlecht im Multitasking. Ich kann nicht mal auf mein Handy gucken und gleichzeitig jemandem zuhören oder irgendwie antworten. Ich kann nichts. Okay. Gleichzeitig, das ist ganz, ganz schlimm. Aber jetzt so generell, ich bin in Mathe mega schlecht gewesen immer. Same, same. Da Also war bei mir. Okay. gar nicht mein Ding. Ja. Alles, was irgendwie mit Zahlen zu tun hat und so einer Art von logischem Denken irgendwie, bin ich raus. Okay, ja. Ey, aber ich finde, Musik und Schauspielerei kann man ja super gut verbinden. Ist ja sehr kreativ alles, was man macht. Ist es deswegen auch so die Entscheidung bei dir gekommen, dass du sagst, ey, Musik, Schauspielerei, Social Media? Oder wie ist es da gekommen? Ja, das war irgendwie eigentlich schon immer so. Also Ja. ich war irgendwie in der Grundschule schon immer voll heiß darauf, in den ganzen Theaterstücken mitzuspielen und so. Und das hat mir alles immer mega Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, auch gefühlt die Einzige, die im Musikunterricht immer so richtig mitgesungen und gegrölt hat. Die haben mich schon immer alle dumm angeguckt. Also in der Grundschule war es gab wirklich eine Situation, die richtig unangenehm war, weil ich so richtig hart Spaß daran hatte, bei so einem Lied mitzusingen und alle anderen dachten nur so, Ja, aber gut, dafür hast du wahrscheinlich eine gute Note dann auch bekommen, oder? Ja, zum Glück konnte ich Mathe wieder mit ausgleichen. Ja, ich wollte gerade sagen, da braucht man seine anderen Stärken. Das ist bei mir auch so ein bisschen. Ich mache ja auch Musik und Schauspielerei und kann es total verstehen, dass es irgendwie, man kann sich überall kreativ ausleben. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, Ja. Julia, ich habe eine kleine Challenge vorbereitet. Ich weiß aber nicht, ob du darauf Lust hast. Und zwar heißt es What Do You Meme? Das ist eine Challenge, da geht es halt darum, dass ich dir Momente sozusagen erzähle, wie zum Beispiel dein Gesichtsausdruck, wenn du beim Sportunterricht deine Sportsachen vergessen hast, dann Oh zähle ich Gott. gerade runter und du zeigst sozusagen dein Gesicht, wie du gucken würdest. Hättest du darauf Bock? Okay, ja, können wir machen. Okay, machen wir. Okay, sehr gut. Ich Warte mache kurz. sozusagen 3, 2, 1, dann kommt dein Gesicht und dann mache ich einen Screenshot, okay?
Du machst auch noch einen Screenshot davon. Ich mache auch noch einen Screenshot. Also, du musst okay. dir besonders viel Mühe geben. Scheiße, voll der Druck jetzt. Okay. Okay. Und die Zuschauer, falls ihr Bock habt, ihr könnt auch hier in den Kommentarfunktionen euren Emoji mal reinschicken, weil ich denke mal, alle haben irgendwie was im Kopf, was in dem Moment dazu passt. Deswegen könnt ihr gerne eure ganzen Sachen auch mit reinschicken, wenn ihr Bock habt. Ich würde einfach mal sagen, wir beginnen. Bist du bereit? So bereit, wie ich sein kann, ja. Sehr gut. Die erste Sache wird sein, wenn deine Mama dich bei Snapchat adden möchte. 3, 2, 1... Okay. Okay. Ach schon, hast du Snapchat? Ich habe Snapchat, ja, aber ich habe das jahrelang nicht benutzt, irgendwie, aber mittlerweile benutze ich tatsächlich wieder. Es wäre schon weird, wenn meine Mama mich da adden würde. Hast du Snapchat? Ja, ich habe auch Snapchat und mir ist auch gerade eingefallen, als ich glaube ich so 13, 14 war, habe ich glaube ich meine Mama sogar blockiert. Weil du Angst hattest, dass sie deine Story sehen kann. Ja, gab es das überhaupt schon? Nee, ne? Ich doch, oder? War das 2000, vielleicht auch 2016? Ich weiß es gar nicht. Es gab eine Zeit, wo es noch keine Snapchat-Stories gab. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich sie blockiert, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Irgendwie war das so, meine Freunde haben es gemacht, aber mittlerweile, Mama darf alles sehen. Ja. Sei nicht böse auf mich. Glaubst du, guckt sie gerade zu? Ich denke schon, Mama schaut bestimmt zu. Die ist gerade im Wohnzimmer. Bestimmt. Okay, hallo! Hallo! Okay, Julia, dann kommt die nächste Frage auch schon. Das ist wahrscheinlich so eine, ja, das ist ein Gesichtsausdruck, der ein bisschen wahrscheinlich bei dir schon geübt sein kann. Und zwar dein Gesichtsausdruck kurz bevor du geslimed wirst in 3, 2, 1, let's go! Okay. Schreckhaft. Aber es ist ja eigentlich eine schöne Sache, geslimed zu werden. In der Nickelodeon-Welt, das ist ja eine Ehre. Ja. Wie fühlt es sich an, geslimed zu sein oder geslimed zu werden? Es ist schon cool, es ist trotzdem kalt. Ja. Deswegen kommt der Gesichtsausdruck trotzdem. Aber an sich ist das schon cool, weil ich weiß noch, früher habe ich die Casey Ace, als die nur in Amerika gab, immer auf Nickelodeon geguckt. Und das war wirklich immer so, dass ich dachte, boah, wie cool, ich will auch unbedingt mal geslimed werden, so mit 8 oder 9 oder was ich das geguckt habe. Und das war dann auch total krass, dass ich dann irgendwie dann tatsächlich mal selber bei den Kids' Choice Awards bin. Ich hab gehört, der Slime schmeckt so. Hast du mal probiert? Richtig rüde Frage. Nee. Okay, also ja? Ich habe gehört, dass der Slime sogar nach einem Geschmack schmeckt. Aber das wollte ich jetzt auch fragen, ob du mal heimlich irgendwie dran. Total rüde Frage. Nee, bei mir war ja das. Das Ding war, ich wurde letztes Jahr wurde ich geslimed. Ja. Aber da war das ja leider nicht in der Halle. Also das war ja nicht keine richtige Show wie 2019, sondern wir haben ja alles von zu Hause gemacht und eingeschickt. Und ich habe Slime bekommen. Aber entweder war das nicht der originale Slime. Okay. Oder sie haben bei mir den Geschmack einfach. Ich habe nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, das wollte ich dich jetzt einfach mal höchstpersönlich fragen, ob das irgendwie... Also, falls ich nochmal da kommen dürfte zu der Ehre, werde ich auf jeden Fall probieren, auch wenn es vielleicht dann weird ist und total scheiße schmeckt, aber ich gucke dann mal. Okay, ich wollte gerade sagen, wir checken es dann einfach mal ab. Ja. Ich bin ja auch nominiert, zusammen mit der Spotlight-Gruppe, mit den Spotlight-Stars. Vielleicht haben wir das Glück, dass wir beide mal probieren dürfen. Wurdet ihr noch nie geslimed eigentlich? Wir wurden, glaube ich, einmal geslimed, aber da war ich noch nicht im Cast mit dabei. So, da waren sozusagen die Oldschool-Spotlighter dabei. Ich war da nicht dabei. Okay. Naja. Aber doch bestimmt noch ein paar von den Oldschool-Spotlightern sind doch noch im Cast drin, oder? Du musst die mal fragen. Ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Könnte ich mal fragen. Ja. Es sind einige ausgewechselte Schuljahr ist ja sozusagen für die dann irgendwann vorbei gewesen. Ja. Aber da könnte ich mal abchecken. Ja, frag mal. Wir haben noch einen letzten Moment sozusagen, den du uns auf jeden Fall zeigen musst. Und zwar, wenn du dieses Jahr in deiner Kategorie gewinnst, in 3, 2, 1, let's go. Ähnlich wie das Slime, nur dass du gerade ausguckst und nicht nach oben. Okay. Ja, das war dann mehr Freude als positiver Schreck noch. Okay. Ja, Leute, ihr könnt natürlich für die liebe Julia voten.
Ich denke mal, viele haben schon getan, aber vergesst nicht zu voten auf kca.nick.de. Und oder für euch. Ja, ey, danke, ja, genau. Oder für uns, dankeschön. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ihr könnt euch da immer mal durchklicken, da sind viele tolle Leute dabei. Hast du dich wahrscheinlich auch schon ein bisschen durchgeklickt auf der Website. Ja, auf jeden Fall. Ist ja extrem. Du bist bei Lieblings-Social-Media-Star ja dabei. Ja. Und hast, wie gesagt, in den letzten Jahren auch extrem schon abgeräumt, ne? Deswegen. Ja, mal gucken. Aber dabei. Ein drittes Mal sogar noch ja, bei. Da muss das Regal erweitert werden. Ja, wirklich. Also tatsächlich da, wo die beiden jetzt stehen, würde gerade kein passen. Aber ich mache das frei, gar kein Problem. Wo stehen die bei dir, die Awards? Die sind in meiner, wie nennt man, TV-Bank unten unterm Fernseher stehen die. Ah, okay, ja, dann sieht man sie auf jeden Fall immer. Ja, ich habe sie immer vor Augen quasi. Ich glaube, Crow, kennst du Crow ja, ne? Ja. Crow hat die, glaube ich, im Badezimmer stehen. Der meint, er kann sie dir am besten immer anschauen. Im Badezimmer? Ja. Okay, krass. Naja, mal schauen. Auch eine Möglichkeit. Ja, Julia, wir sind schon am Ende der Countdown-Show für heute. Aber ich kann schon mal sagen, nächste Woche gehe ich wieder live, Freitag um 19 Uhr. Da gehe ich zusammen mit Vincent Weiss live. Du kennst wahrscheinlich auch Vincent. Ja. Genau, da gehe ich mit ihm live. Es wird auf jeden Fall sehr musikalisch. Und falls ihr Daumen drücken wollt für Julia, am 13. März könnt ihr um 19 Uhr einschalten bei Nick auf der Webseite oder auf der App. Da könnt ihr Julia anfeuern und hoffen, dass sie auch dieses Jahr wieder gewinnt. Vote 30. Julia, deine letzten Worte, deine Abschiedsworte? Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr voten würdet. Ja. Und, dann, ja, mal gucken. Okay, super. Julia, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du reingekommen bist in live. Habe mich sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ja, mich auch. Nochmal in echt sehen dann, wenn alles vorbei ist. Und ansonsten habt einen schönen Abend und an alle anderen habt auch einen richtig geilen Abend. Ja, du und alle anderen auch. Okay, ciao, ciao, Dankeschön. Ja.